muss man schon gucken, was man macht und wo man bleibt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Weiße irgendwie das nächste Level erreicht hat und dann doch irgendwie eine Lösung findet gegen SDM. SDM ist auf jeden Fall ein sehr, sehr smarter Spieler, auch einer, der sich seine Replays anguckt. Und das würde ich euch allen empfehlen. Also, ja, die Replays für NEZ Nummer 18 oder von NEZ Nummer 18 findet ihr auf dem YouTube-Channel NEZ Smash. Da findet ihr seit 2014 die ganzen Replays einfach. Also nur von den ganz großen Turnieren ganz am Anfang haben wir die auf YouTube gespielt. Ansonsten alles auf NEZ Smash. Und wie gesagt, es lohnt sich auf jeden Fall, sich seine Replays anzuschauen. Das würde ich jetzt im Moment gerade Justin und Dimitrox empfehlen, sich das anzugucken. Vielleicht noch mit jemand anderem, der eine andere Sichtweise hat und nochmal eine andere Perspektive. Und dann einfach wirklich nochmal zu gucken, okay, was habe ich hier falsch gemacht, was hätte ich machen können. Das ist sehr, sehr gut und das macht SDN und man sieht's. Weil er in manchen Situationen einfach nicht zu schwitzen anfängt, wo andere schon Teich unter sich haben. Ja, aber weiß man hier mit dem Early Kill, ist jetzt ein im Auf und scheint auch da weiterzumachen. Ja, weiß hier jemand, der sich seine Replays nicht anguckt, außer hat eine Combo gemacht, dann wird das mindestens einmal geguckt, um das rauszuschneiden. Aber yo, wie sieht das hier gerade aus? Er ist ihm gerade auf den Kopf gesprungen, also Disrespect. Ja, gerade ist das der so ein bisschen planlos. Er hat ihn gerade 65% gemacht. Das ist eigentlich eine Sache von 2 Sekunden oder 3 bei Wolf, die er mit einer Combo machen kann. Aber er kommt nicht dran gerade. Also vielleicht jetzt gerade der auch klar schon On Fire Duckhand. Berg erreicht noch nicht. Interessant. Und in dem Moment, wo er gerade die Upsmash gemacht hätte, hätte Wolf wahrscheinlich F tilten sollen. Glaube ich besser in dem Moment, um den Air Dodge zu catchen. Als auf Engel. Leute im Chat, was sagt ihr? Wer gewinnt das hier jetzt? Beißel oder SDN? Macht Beißel hier das Comeback? Wir können ja ein bisschen drum wetten. Normalerweise kann man das auch mit Bits und so ein Kram machen. Oder nicht mit Bits, aber man kann schon einen Wetteinsatz haben und so. Machen wir jetzt aber nicht, weil wir faul sind, keinen Bock drauf haben. Ja, was glaubt ihr? Wer gewinnt das Ganze? Und kommt es zu einem Bracket Reset? Und wird SDN von Wolf runterwechseln? Was glaubt ihr? Schön von Beißel. Der Two-Stock aber. Jetzt hat man gesehen, SDN hat da doch noch irgendwie einen Weg gefunden, langsam zurückzukommen, aber es hat nicht gereicht. Allerdings glaube ich nicht, dass Beißel vielleicht jetzt nochmal in eine Situation kommt, wo er einfach 2 Stocks Lead hat und nur 65%. Das wird wahrscheinlich nicht nochmal vorkommen. Jetzt gerade war ziemlich stark, aber man hat gesehen, SDNs Adaption Skills sind einfach so krass. Ja, so krass. Ich glaube, er hat ihn jetzt am Anfang einfach ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Mhm. Und die Aufgabe ist, dass es in dieser Form. Oh. Der fängt direkt wieder gut an, hier gerade für ihn. Was ist das denn für ein Momentum? Okay, ich habe nichts gesagt. Ja, eben gerade dachte ich auch, dass es von dem Linotox-Game irgendwie rübergecarried, das Momentum. Aber der hat ja richtig Bock. Ja, ja. Der hat ja richtig Bock, gerade das Turnier zu gewinnen. Sein zweites NEZ seit Ultimate. Eins hat er schon gewonnen. Eins hat er auch im letzten Game gewonnen, in Smash 4. Genau wie sein Bruder. Die haben jeweils ein NEZ gewonnen bei jedem Spiel. Ist Beißel etwa der bessere Bruder? Ich gucke hier gerade in den Chat, MTS Gaming. Ist er etwa der bessere Bruder? Schafft er es, das Best of Three, was NEZ-Wins angeht, etwa zu gewinnen? Vielleicht. Scouty sagt schon, Beißel gewinnt den Runback. Stimmt. Hat er echt gesagt. Mal gucken, ob er es gecallt hat. Von vor 3 Jahren. Die Back Air. Okay, jetzt aber die Lead hier für SDN. Mal schauen, wie Beißel damit umgeht. Das kann er wahrscheinlich nicht sagen, dass sie spielen, wie er es normalerweise macht. Das war auf jeden Fall schon smart, dass er ihm da irgendwas hinstellt zum Nachdenken und dann eine Nair macht. Aber man darf nicht vergessen, wenn Wolf etwas reflektiert, dann kann er das praktisch sofort raus. Also kannst du dann sofort rausspringen. Wenn er etwas nicht reflektiert, dann hat das ziemlich ein Endlock. Das sollte man auf jeden Fall nicht vergessen. Also was ich Beißel empfehlen würde, ist auf jeden Fall den Gunman da einfach
rückwärts hinzustellen. Man sieht ja am Anfang nicht, wohin der schießt. Mhm. Also einfach in die entgegengesetzte Richtung und schießt er in die andere Seite. Und dann, hat Estian sein Lag. Sein Endlag. Kleiner Tipp am Rande. Den er erst hören wird, wenn er das Replay sieht, falls er das Replay sieht. Und ich glaube nicht. Okay, also beide haben den Stock voneinander runtergebrochen. Aber SD, hier gerade vom Beißel, der ist dann noch, hat sich ein bisschen zu viel erlaubt. Oh. Schafft es aber direkt, ihm auf den Kopf zu springen und dann hier schöne Down Air, um das Ganze wieder even zu machen. Der lässt sich das echt nicht nehmen, oder? What? Was geht denn da? Ich habe richtig Lust auf die Medaille. Er sieht aber auch selbst viel Damage von seiner Dose. Wenn man die schildert, dann hat das immer Potenzial, dass man da einfach eine Explosion abbekommt. Aber ja, meisterhafte Puppet-Character-Skills von Beißel. Jetzt auch schon der letzte Stock, ne? Da muss man jetzt ziemlich aufpassen. Also er hat noch einen relativ langen Weg vor sich, bis er da irgendwie stehen kann, außer Kicken Smash. Während SDN bald wirklich nur noch, also er kann jetzt einfach drauf hoffen, dass er eine Dose abbekommt. Und das ist schon einiges. Er kann nicht mit Dash Attack treffen, er kann am Rand mit Nair treffen. Das heißt, diese Situationen hier gerade an der Edge sind sehr, sehr schlecht für Beißel. Was macht er da? Oh mein Gott, das war gerade sowas von risky von SDN, da eine Dash-Attack zu machen. Da ganz an den Rand, der hätte locker eine Berge abkriegen können. Aber schafft es da gerade noch geschehen. Oh, Backbow. Okay. Und das war's. Ja. Ja. Okay, Ausgleich. Ja, guck mal, das war schon sehr viel mehr even, aber was war dann einfach mit dem Start? Am Anfang, ich weiß auch nicht warum, aber am Anfang dieses Momentum, diese Momentum-Wave von Beißel. Ja, und auch jetzt am Anfang von der zweiten Runde sah es ja auch wieder so aus, als würde er das nochmal durchbekommen. Ja. Aber dann hat er da wieder einen Fuß wieder auf den Boden bekommen. Aber es ist auf jeden Fall interessant, dass sich SDN da mit Wolf nicht hochnehmen lässt. Also, das kann schon mal passieren, dass man mit Wolf einfach zerstört wird und keine Kills bekommt und was nicht alles. Er hat, also Beißel hat auch schon gute Waves besiegt. Also er hat gegen Jano zum Beispiel gewonnen. Jano eigentlich, würde ich behaupten, der beste Wolf aus Deutschland, hat er besiegt. Aber SDN, schwer. Er kennt Beißel und da kann halt auch. Und ich finde seinen Wolf echt gerade ziemlich beeindruckend. Also er adaptet echt gut. Das ist auch ein Charakter, der gut adapten kann. Der viele Tools hat. Und SDN nutzt die einfach sehr gut. Ja, schafft es immer wieder so diese kleinen Finden von Beißel zu durchschauen oder dem zu entgehen. Auch um nur so Frames. Oh, wieder risky gerade mit der Dash Attack. Der muss auf jeden Fall mal ein bisschen aufpassen. Hat er jetzt schon zum zweiten Mal. Jedenfalls ist mir das zum zweiten Mal aufgefallen. Stage Control verloren. Ja, da kann er einfach rein attacken. Und das ist wieder die Stock Lead für SDN. Bing! Ja. Und das macht natürlich jetzt Damage für SDN, aber auch an Beißel. 12% bekommt ein bisschen weniger Damage von der Dose als seine Gegner. SDN macht es auf jeden Fall gut, dass er wählt auf jeden Fall den richtigen Weg, weil Beißel kann sich meistens nur für einen Weg entscheiden, den er, also er wirft die Dose und dann kann er einen Weg noch abdecken. Meistens gibt es so drei Wege, gerade wenn du eine Plattform da noch hast und kann halt immer nur zwei abdecken meistens, aber SDN wählt echt oft den richtigen und schafft es Beißel zu punishen, wenn er noch
Ja, wenn er noch laggt. Entlaggt hat. Macht er sehr gut. Jetzt gerade hat Beißer wieder ganz gut zurückgeholt, aber er braucht schon Prozentli auch. Weil er einfach länger braucht zum Killen meistens. Mhm. Und jetzt könnte es sein, dass ein Momentum Wave von SDN für das 2-1 sorgt, aber jetzt im Moment macht Beißer das ganz gut. 116%. Reicht das, um einen Kill zu bekommen? Ich glaube, SDN avoidet echt gut die Kill-Option von Weiße. Beste wird wohl sein, eine Dose oder eine Bag, ja. Die Smashes, ich weiß nicht, da wird SDN irgendwie nicht von getroffen. Auch die Abwehr ist ja gerade rausgefallen. Die hätte den versenkt. Bag, ja, killt auch noch nicht, nicht von der Mitte der Stage. Wow, jetzt. Ich glaub's einfach nicht, dass das getroffen hat. Ich dachte, SDN hat das kommen sehen und das wird nicht treffen, aber konnte es nicht verhindern, auch wenn es so obvious da lag. Einfach nicht, nicht rausgekommen aus der Situation. Der macht sehr viel Schaden an der Edge. Weiß so jemand, der gerne sofort eine Option wählt an der Edge, wie man sieht. Manchmal muss man einfach chillen. Manchmal muss man chillen. Da führt kein Weg drumherum. Gilt auch für Limitox. Ein paar Situationen, er hätte einfach chillen müssen. Ja. Beides so hier Spieler, die sehr aggressiv sind. Auch wenn Beißel ein Char spielt, der super defensiv ist. So, jetzt gerade ein bisschen Momentum. Schöner Schild-Damage. Das war die eigene Dose. Die eigene Dose sorgt dafür, dass Beißel hier rausfliegt. Noch nicht ganz aus dem Turnier, aber es sieht so aus. SDN 2-1 über Beißel. Er braucht nur noch ein Game. Ja, Momentum jetzt ein bisschen zu SDN übergeschwappt, würde ich sagen. Mhm. So kleine Fehler, die sich auch reinschleichen bei Beißel einfach. Wie lange streamen wir? 7 Stunden? Ja, 6:45. Nur. Da musst du dir vorstellen, dass manche Streamer 24 Stunden streamen. Ja. Ich bin jemand, der kann nicht gut 24 Stunden aufbleiben, danach fühle ich mich tot. Deswegen bloß nicht. Ja, so. Weiter geht's. So. Ja, jetzt gerade Prozentlead für Beißel. Ah, macht er auch gut. Wartet auch gut hinter dem Gunman. Ja, traden lohnt sich nicht, würde ich sagen, nicht so ganz. Aber vielleicht schon. 150%, das heißt auch, Dose wird bald fehlen. Auf jeden Fall. Linear. Okay. Ja. Wichtig jetzt hier gerade für Beißel. 117% sind allerdings auch schon. Guck mal, er wird sofort auf Stage und überlebt nicht. Ja, ich glaube, die Side die wollte er nicht machen eher. Jetzt sind wir halt wieder even. Das hätte Beißel gerade dringend gebraucht. Oh. Hat er ihn da irgendwie wegschieben können. Das wäre sehr hilfreich gewesen. Er hat einfach so wenig Raum. Ne? Also so auf engem Raum spielt er dann doch nicht so gut. Er braucht schon seinen Raum. Jetzt kann er sich so ein bisschen entfalten. Er versucht wieder. Mit der Play-Pigeon an der Edge. Diesmal aber gestoppt von SDN. Okay. Weißel deckt hier wieder alles ab. Komplett mit Explosion und was nicht alles. Das war gefährlich für Beißel. Aber war sich der Gefahr bewusst. Schafft es mit der Bad Air, SDN an die Edge zu bekommen. Aber man sieht einfach, dass SDN einfach besser an der Edge ist. Also, um aus der Situation rauszukommen und
um jemanden da nicht rauszulassen. Es kann einfach beides besser. Und jetzt auch gerade killt auch wieder den Nord. Ja, Weißi spielt das Ganze gerade sehr vorsichtig. Er sollte, da hätte er auf Stage Control gehen sollen. Nicht auf Angriff. Es ist ganz wichtig, dass er das Stage Control behält. Auch da, also, er hätte angreifen sollen und dann in die Mitte rennen. In der Mitte gibt es nicht so viele Optionen, die killen, wie am Rand. Also so kleine Sachen. Ja, aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen sein Spiel, dass er an die Edge eigentlich werden möchte. Aber da ist SPM halt einfach unfassbar gut. Gerade also Wolf ist einfach auch ein Schade, der gut an der Edge ist. Schafft total gut zu Two-Frame mit dem F-Pick vor allem. Down Smash noch die stärkere Variante. Und dann ist da halt die Nair, die einfach so spammen kann, ohne Disadvantage zu bekommen oder irgendein Risiko. Deswegen, was macht SDN einfach auch gut? Der kann so Basics super gut. Einfach wirklich gut treffen. Gerade ganz gut, wie das so weit aus. 144% zu 63 sieht tatsächlich sehr gut aus. Und hier fliegt auch gerade wieder so random RNG-Stuff rum. Jetzt gerade aber die Dose oben für ein Setup, das heißt, er kann sie gerade nicht verwenden. Dann muss er sie erstmal wieder antippen. Das ist auch immer so eine kleine Schwachstelle, die er erkannt hat. Oh, jetzt gerade wieder Neutral. Oh. Oh, er schafft es nicht, die Dose zu treffen. Weißt du wieder? Jetzt reicht auch eine Dose, um zu killen. Das ist safe. Ich glaube, unter jeder... Oh mein Gott. Er braucht diese Dose einfach gerade. Er will seinen Playstyle nicht ändern, um irgendwas anderes zu machen. Er will nicht in den Nahkampf gehen oder sowas. Das würde ich auch nicht machen. Er braucht diese Dose, aber er killt einfach. Er trifft einfach nicht. Und SDN ist so gut da drin, das zu avoiden. Oh mein Gott, ja, er macht das smart. Auf jeden Fall, er ist sich sehr bewusst, dass ein Reflektor-Stuff auch jetzt killen kann. Oh mein Gott, ist das gerade ein Fremd. Ja. Oh, die Back-Air. Schön. Und diesmal waren nur noch 2 Minuten in dem Game. Ja, übrigens. Also irgendwann muss man auch mal auf die Uhr gucken und schauen, so, okay, ich habe die Lead. Ach, falls du es noch nicht weißt, man gewinnt das Game auch, wenn die Zeit abläuft und man weniger Prozente hat oder mehr Stocks. Deswegen, bei einem Charakter wie Duck Hunt ist es auch so, dass du auf sowas auf jeden Fall achten musst und am besten schon ein paar Mal in dieser Situation warst. Einfach, okay, ich habe jetzt 2 Minuten, ich will jetzt kein Risiko eingehen, dann stall ich einfach 2 Minuten. Beißel ist nicht so ein Spieler. Er würde das vielleicht machen, aber meistens, also sein Kopf funktioniert so einfach nicht. Wenn er sehen würde, da sind noch 30 Punkte vielleicht, aber wahrscheinlich würde er auch in der Situation einfach aggressiv bleiben. Was ich besonders cool finde bei dem Duck Hunt von Weißel ist, das Play ohne Dose und alles. Also sein Nahkampf ist schon ziemlich slick, muss man ganz ehrlich sagen. Aber jetzt steht die Dose da rum. Das kann er sich gerade nicht so richtig verwenden. Und man sieht, dann hat er auch ein bisschen Struggle. Gerade um hochzukommen. Und wieder, die Optionen kommen halt immer sofort. Das Ding ist nur, manchmal macht Weißel halt auch sofort Angriffe, deswegen muss man auch manchmal ein Schild stehen. Also er mixt das ganz gut ab, aber, also ich finde, das ist eine Schwäche. Also das Edge-Game hat das keine Patience-Game. Jetzt gerade auch wieder Prozent-Lead für SDN. Historisch war das so, dass in diesem Moment, oh mein Gott, SDN gewonnen hat. Das war eben gerade crazy. Durch den F-Smash war die Hitbox von Duck Hunt oder die Hurtbox so ein bisschen nach unten geschiftet und deswegen wurde er von der Dash-Attack getroffen und er hat ihn damit nur nach vorne geschoben. Crazy. Ja, das sind so die kleinen Feinheiten. Oh, jetzt muss der tot sein. Nein. Ist man noch am Leben. Aber die... Oh! Oh! Schön gemacht von SDN. Extra noch nicht an die Edge gegangen, um hier noch zu treffen. Ja, smart. Muss man können sowas. Es hätte auch genauso gut sein können, dass er sich SD und Weißel damit überlebt. Ja, auf jeden Fall smart. Auch so ein kleiner Fun-Fact. Wissen die meisten Leute, die es nicht gucken, natürlich schon. Die Gunmen sind immer verschieden und die haben verschiedene Timings. Und
Die sind random, die kommen, also nicht komplett random, die kommen in einer random Order, aber die kommen immer in dieser Order, also die kommen nicht zweimal hintereinander vor oder sowas. Sondern es sind halt diese 4, 5, 6 Dudes und die kommen in einer random Order und wenn alle durch sind, dann kommen die nochmal. Aber in einer anderen Order. Hm. Eine kleine Sache, die man einfach wissen muss, auch was die bewirken, was für Range die haben, das ist so viel einfach. Deswegen, wollen die Leute sich das meistens auch als Aufgabe machen. Oh, schön. Ja. Da kann richtig zu lernen. Aber auch hier, 172% ist einfach zu viel. Da, oh, man muss schon... Ja, jetzt eine ganz schwere Situation. 3-2 hier gerade. Aber ein ganzer Stock-Lead für SDN. Es könnte natürlich sein, dass Weiße jetzt irgendein crazy Stuff macht und mit der Combo direkt wieder even kommt. Aber es ist einfach unwahrscheinlich, weil SDN so clean spielt. Wird Scouty recht behalten? Kommt der Runback hier gerade von Weiße? Oder schafft es SDN hier den Deckel zuzumachen? Verschneiten Tag. 190% Schneiden. Das sieht sehr, sehr schlecht gerade aus. Schön, aber es reicht halt einfach nicht. Das ist halt Duckmann. Ich hab nicht so viel Early Kills, der kann spiken sonst. Gibt dann den X-Man oder so. Oh, das reicht schon fast. Sieht schlecht aus, die Dose ist auch weg. Ja, das war's. Ja, da wusste SDN ganz genau, dass er ohne die Dose den wehrlosen Weißel angreifen kann. Und das 3-2 hier für SDN heißt, dass er das ganze Turnier gewinnt. Sehr stark gespielt von SDN. Mal wieder mit Wolf